Ich darf Sie begrüßen zur heutigen Patientenakademie. Teil 8 und ja, danke. Teil 8 und auch heute der Abschluss, was die Immuntherapie anbelangt. Ein sehr komplexes und schwieriges Thema, die Therapieumstellung, zielt natürlich auf Patienten, die momentan sich damit auseinandersetzen müssen, also die gerade in der Situation sind, die Therapie umstellen zu müssen. Aus welchen Gründen sehen wir jetzt auch gleich da in Frage kommen. Das möchte ich denen natürlich so ein bisschen Information an die Hand geben und natürlich allen zeigen, wie komplex und schwierig so eine Therapieumstellung inzwischen ist, weil wir eine extrem hohe Zahl an Medikamenten zur Verfügung haben. Als erstes natürlich der Dank an unsere derzeitigen Sponsoren, die diese Form der Patientenakademie ermöglichen. Ohne unsere Sponsoren könnten wir das nicht machen. Und wir hoffen, dass wir auch andere Sponsoren, die bisher dabei waren und jetzt nicht mehr wieder gewinnen für die Patientenakademie. Natürlich der Haftungsausschluss, ein ganz wichtiger Punkt. Bevor ich vortrage, muss ich Ihnen sagen, dass alles, was ich sage, Sie nicht eins zu eins auf Ihre Situation übertragen können. Bitte das vorher durch entsprechenden Facharzt, Fachärztin überprüfen lassen und da besprechen. Orientieren tue ich mich natürlich an der aktuellen Leitlinie, die ja jetzt dieses Jahr im März aktualisiert worden ist und mit der wir größtenteils arbeiten. Bei der Therapieumstellung, da muss man vorweg schicken, es gibt keine kontrollierten Studien zur Sicherheit von Therapieumstellungen. Das ist also nicht studienmäßig untersucht. Das basiert eigentlich nur auf den Kenntnissen der Medikamente, die wir einsetzen, hinsichtlich ihres Wirkmechanismus, ihres immunologischen Effektes, deren Pharmakokinetik, bekannte Risiken und Nebenwirkungen, die wir aus den Studien und Kasuistiken zu den einzelnen Medikamenten kennen. Die erste Frage von Patienten ist immer, wie lange muss ich denn warten, wenn ich mit meinem Medikament aufhöre, um mit dem neuen Medikament anfangen zu können? Und da gibt es in der Leitlinie den klaren Verweis auf das Qualitätshandbuch des Kompetenznetz Multiple Sklerose. Das kann man sich kaufen, also die KKNMS verkauft. Das ist ziemlich teuer im Druck und muss ja ständig aktualisiert werden. Oder man kann im Internet das einsehen, da gibt es eine App dazu. Und da ist genau beschrieben, was die Experten vorschlagen, wie lange man warten sollte im Wechsel von einem Medikament auf das andere. Die Leitlinien geben also Empfehlungen zu dieser Besonderheit der Therapieumstellung, konsensbasiert. Das heißt, es ist ein Konsens von MS-Experten, die aus ihrer Erfahrung sagen, ja, so können wir das konsentiert empfehlen. Es ist nicht evidenzbasiert. Das heißt, es gibt keine Studien zu einer Umstellung von einem Interferon auf ein S1P-Modulator. Es gibt keine Studien von einem Interferon oder Clatiramer-Acetat auf Natalizumab oder sowas, gibt es nicht. Die Gründe, die zu einer Therapieumstellung führen, das sind mehrere. Als erstes die, was wir Mediziner als Non-Adherenz bezeichnen, der Patient nimmt dieses Medikament nicht ein, weil er nicht davon überzeugt ist.
aus welchen Gründen auch immer, er ist nicht davon überzeugt, dass ihm das gut tut, er nimmt es nicht ein. Adhärenz heißt ja, aus der inneren Überzeugung heraus ein Medikament zu nehmen. Zu sagen, ja, ich möchte das probieren, ich habe mir das überlegt, ich bin überzeugt, das soll sein. Dann kann es natürlich unter einem Medikament zu einer unreichenden Verträglichkeit, zu Nebenwirkungen kommen, die einfach nicht weggehen. Man sieht es bei den Medikamenten, die man injiziert, subkutan in den Muskel, da können zum Teil nach längerem Einsatz Unverträglichkeiten, zum Beispiel der Haut, auftreten. Und dann ist es ein Aspekt, wo man nachdenken kann, eine Therapie umstellen. Eine geplante Schwangerschaft, ganz klar ein Grund, eine Therapie umzustellen, zu ändern. Ein ganz wichtiger, essentieller Punkt ist, mit dem wir uns hier viel beschäftigen, die Frau Dr. Jankovic in der Ambulanz, wir aber auch in der Klinik, ist, es tritt unter einem Medikament Krankheitsaktivität auf, will heißen, das derzeitige Medikament ist nicht in der Lage, die Multiple Sklerose stillzuhalten, davon abzuhalten, Entzündungsaktivität zu entwickeln. Das heißt, der Patient kriegt wieder Schübe und oder im Kernspin sieht man neue Herde und oder gar vielleicht sogar Kontrastmittel aufnehmende Herde. Das heißt, wir haben Aktivität unter einem Medikament. Das heißt, das Medikament ist nicht ausreichend, es ist nicht mächtig genug, die Aktivität der MS zu unterbinden. Und deshalb muss man an ein neues, stärkeres Medikament denken. Dann kann es natürlich der Fall sein, dass ein Betroffener ein stark wirksames Medikament einnimmt, das im Verlauf, je länger er es nutzt, Risiken entwickelt. Das beste Beispiel ist Natalizumab. Da kann sich eine PML entwickeln, insbesondere wenn der JC-Virus-Titer ansteigt. Da entwickeln sich therapiebezogene Risiken, die man dann vermindern will oder gar stoppen will. Und das kann auch einen Grund darstellen, eine Therapieumstellung einzuleiten. Was man unbedingt klarstellen muss und klar sagen muss, es ist eine individuelle Entscheidung. Drum habe ich erstens am Anfang des Vortrags gesagt, Haftungsausschluss. Es muss individuell geklärt werden, was der Betroffene am besten macht. Weil da gehört natürlich dazu, wie hat er Medikamente bisher vertragen? Wie hat er Nebenwirkungen entwickelt, reagiert drauf? Sind die wieder verschwunden? Wie ist die derzeitige Krankheitsaktivität? Gibt es aus der Vergangenheit oder zu erwartende Therapierisiken? Können wir das dem betroffenen Patienten zumuten? Gibt es zusätzliche Erkrankungen, Komorbiditäten, die verhindern, dass das Medikament, das ich eigentlich im Kopf habe, als neues Medikament nicht geht? Wenn ein Betroffener zum Beispiel einen permanenten Mangel an Lymphozyten hat, dann kann ich kein Medikament einsetzen, das die Anzahl der Lymphozyten dann noch mehr reduziert. Das wäre jetzt eine Komorbidität, eine Lymphopenie. Und so. Also das alles muss beachtet werden, individuell. Und das ist auch immer der Grund, wenn mich Patienten bei der Chefarztvisite fragen, Herr Doktor, ich habe jetzt das, was könnten Sie sich vorstellen, was ich jetzt anderes Medikament, ich brauche ein neues Medikament, können Sie sich vorstellen, was? Dann muss ich in der Visite immer sagen, Entschuldigung, das kann ich in der Visite nicht entscheiden, weil ich Ihre Faktoren, all diese Faktoren nicht kenne. Die kennt
am ehesten der behandelnde Stationsarzt, weil er sich mit der Geschichte beschäftigt hat. Also, falls ich mal vor Ihnen stehe und dann sage, kann ich nicht entscheiden, weil ich Ihre Situation nicht kenne, dann meine ich diese ganzen Punkte, die man berücksichtigen muss, bevor man etwas empfiehlt. Und es geht noch weiter. Der Patient muss eben auch mitentscheiden, wenn er die Alternativen genannt bekommt, sich mit denen auseinandergesetzt hat, was er denn präferiert. Ich kann ihm empfehlen, aber entscheiden muss der Patient. Ja, ich möchte das probieren, ich bin davon überzeugt. Dann entwickelt der Betroffene auch Adhärenz. Oder er sagt, nein, da bin ich nicht davon überzeugt, da habe ich zu viel Angst. Das Risiko schätze ich für mich persönlich anders ein als der Doktor. Und dann entscheidet am Ende immer der Patient, welches Medikament eingesetzt wird. Dann gibt es eben weitere Faktoren, die wir bei der Auswahl des neuen Medikamentes berücksichtigen müssen, aber auch schauen müssen, wie hat das bisherige Medikament funktioniert, wie ist dessen Halbwertszeit, wie lange müssen wir mit immunologischen Effekten rechnen. Das heißt, können wir abschätzen, wann nach Absetzen des einen Medikaments die Krankheitsaktivität wiederkehrt. Diesen berühmten Rebound, den wir zum Beispiel bei den S1P-Modulatoren, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt welche, da haben wir noch gar keinen Rebound gesehen, aber beim Fingolimod haben wir schon öfters einen sogenannten Rebound, Wiederkehr der Krankheitsaktivität gesehen. Und vielleicht erinnern sich an die früheren vorangegangenen Akademien, wo ich gesagt habe, wir müssen die Patienten immer darauf hinweisen, wenn ein Medikament abgesetzt wird, dass es ein Risiko gibt, dass die Krankheit wieder auftritt, dass es zu einem schweren Schub kommt, der eine Behinderung erzeugt, die möglicherweise nicht mehr zur Rückbildung gebracht werden kann. Und natürlich, wir müssen auf Nebenwirkungen und Risiken eingehen. Der nächste Punkt ist in der Empfehlung 34 der Leitlinie zusammengefasst. Nochmal, bei einer Therapieumstellung muss die Verträglichkeit, die Nebenwirkungen, die innere Überzeugung des Patienten, seine Wunsch nach einem Medikament bezüglich des Medikaments oder der Medikamente berücksichtigt werden, die Krankheitsaktivität, aber eben auch die Therapie, Risiken vor allem im Hinblick auf die Vortherapie beachtet werden, aber auch zusätzliche Erkrankungen. Und wir wissen das, Patienten, die zum Beispiel mit Mitoxandron austherapiert werden, die haben einen langen immunologischen Effekt. Also da muss man aufpassen. Das heißt, was muss man sich sehr wohl überlegen, was mache ich danach? Und heute sind wir so weit, dass wir bei einer aufeinanderfolgenden Immuntherapie schon überlegen, wenn ich mit Basis anfange, wie kann ich dann oder eine Eskalation, wie kann ich dann gegebenenfalls weitermachen? So. Ach so. Nochmal gegenüber Krankheitsrisiko abgewogen werden. Aus diesem Grund, dieses Krankheitsrisiko abgewogen werden, aus diesem Grund soll man laut Leitlinie auch das Mitoxandron nicht mehr einsetzen, weil das Krankheitsrisiko, einen Blutkrebs oder eine Herzschwäche zu entwickeln, zu hoch ist. Da wurde abgewogen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Immuntherapien oft mehrere Wirkmechanismen haben. Im Einzelfall sind die noch nicht mal vollständig geklärt. Wir wissen nicht genau, was diese Medikamente in dem Betroffenen alles machen. Das beste Beispiel ist das Dimethylfumarat. Da wissen wir nicht genau, wie die Funktionsweise, wie der Einfluss auf das Immunsystem und auf die Entzündungsaktivität stattfindet. Das wissen wir nicht genau.
Die Wirkdauer ist sehr verschieden und vor allen Dingen individuell unterschiedlich. Also da stimmt was nicht, aber unterschiedlich soll das heißen. Und bei der geplanten Umstellung spielen eine Rolle die pharmakologischen Halbwertszeiten. Das geht man nachher noch bei den einzelnen Medikamenten drauf ein. Wie lange muss ich denn warten, bevor ich mit was anderem anfangen kann? Nebenwirkungen müssen abklingen, Lymphopenie muss beseitigt sein und so weiter. Und ich muss berücksichtigen die biologischen bzw. immunologischen Langzeitwirkungen. Gerade beim Mitoxandron haben wir diese Langzeitwirkung. Da ist am Ende empfohlen worden, bis zu 5 Jahren regelmäßig eine Herzechographie zu machen, um zu gucken, ob nicht doch noch dieses Mitoxandron eine Herzinsuffizienz nach 5 Jahren erzeugt hat. Und die Blutwerte genauso kontrollieren, ob dieses Mitoxandron nicht doch nach mehreren Jahren noch einen Blutkrebs erzeugt hat. Das muss man berücksichtigen. Und ein wesentliches Problemfeld bei den Therapien sind die Lymphopenien, das heißt der erzeugte Mangel an Lymphozyten. Es gibt Therapien, da beruht das Prinzip der Wirkung auf einer sozusagen künstlich erzeugten Lymphopenie. Das ist das Glatribin, sind die S1P-Modulatoren. Da tolerieren wir eine Lymphopenie bis zu diesem Wert 200 und sagen, wenn der Wert der Lymphozyten überwiegend 200 und mehr pro einer Bluteinheit ist, können wir dieses Medikament geben, da passiert nichts. Ist es aber überwiegend unter dem Wert von 200, müssen wir das Medikament absetzen, weil wir wissen, dann entsteht das Risiko zum Beispiel einer PML. Ähnliches gilt für das Alemtuzumab. Die B-Zellmedikamente erzeugen eine Lymphopenie. Das wollen wir. Da verschwinden die B-Zellen bei einem Medikament komplett. Bei dem anderen sind immer wieder noch nachweisbar. Und das Mitoxandron, da haben wir natürlich auch eine Lymphopenie erzeugt. Aber das soll man ja nicht mehr einsetzen. Und was man eben wissen muss bei den S1P-Rezeptormodulatoren, das ist das Fingolimod, das Ozanimod, Ponesimod und jetzt fällt mir das dritte nicht ein. Da kann die Erholung der Lymphopenie nach Absetzen des Medikaments sehr verzögert sein. Es kann ziemlich lang dauern, bis die sich wieder erholt haben. Aber da gibt es Unterschiede. Bei dem Ponesimod, da sehen wir, das geht ganz flott. Da ist die Halbwertszeit extrem kurz. Und bei Fingolimod ist sie extrem lang. Also da sehen Sie die Spannbreite. Und darum muss man das abwägen. Der Patient sollte am besten einen S1P-Modulator haben. Und dann kann man sich überlegen, welches nehme ich denn jetzt? Und ebenso Halbwertszeiten berücksichtigen. Wie lange dauert bei dem das Ausschleichen und wann kann ich bei dem mit einem neuen Medikament anfangen, wie schnell sind die Lymphozyten wieder auf der Höhe und so weiter. Also Lymphopenie, also der Mangel an Lymphozyten, ist eines der Hauptprobleme. Wenn jetzt Nebenwirkungen eines Medikamentes der Grund sind für die Therapieumstellung, sagen die Experten, muss man in der Regel warten, bis die komplett abgeklungen sind. Insbesondere die Laborveränderungen. Das heißt, eigentlich muss man warten, bis die Lymphozyten wieder im Normbereich sind. Dann sollte man erst mit einem neuen Medikament anfangen. Es kann aber die Konstellation sein, dass die Krankheit so aktiv ist, dass ich nicht so lange warten muss. Und dann kann man individuell entscheiden, ob man das komplette Abklingen der Nebenwirkung abwartet. Man muss
bei der Entscheidung eben auch den Wirkmechanismus und das Nebenwirkungspotenzial des nächsten Medikaments berücksichtigen. Und das muss man eben ausführlich mit den Behandelnden besprechen, vor allem wenn wir vermuten, dass ein additives Risiko entsteht. Wir haben ein Medikament bis jetzt, das die Lymphozyten senkt, setzen jetzt aber ein anderes ein, das ebenfalls auch die Lymphozyten senkt. Und jetzt sind wir noch im Lymphozytenmangel und fangen jetzt ein Medikament mit Lymphozytenreduktion an. Und es kann natürlich sich addieren und die Lymphozyten rauschen, ich sag's mal salopp, in den Keller. Und das muss man natürlich besprechen, dass man da engmaschig kontrolliert, aufpasst, etc. etc. Sie sehen, es ist nicht einfach. Bei der Umstellung muss die Möglichkeit additiver therapeutischer Risiken durch eine Folgeimmuntherapie berücksichtigt werden. Jetzt fangen wir mal an mit den ersten unseren alten Schlachtrössern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Interferone und Glatiramer-Acetat, Glatirameroide. Das sind Immuntherapien, da sagen die Experten im Konsens, auch hier soll man Nebenwirkungen, insbesondere pathologische Laborparameter wie Lymphopenie, die man auch bei den Medikamenten sehen, abwarten. Hat sich zum Beispiel unter dem Interferon eine depressive Phase entwickelt, dann sollte man die abwarten, wobei hier sehe ich nicht so die Notwendigkeit zu warten, bis das vollkommen ist, sondern da entscheidet wirklich die Aktivität der Erkrankung. Da kann man vorher schon starten. Bei Dimethylfumarat und dem Nachfolgepräparat Diroximelfumarat auf eine andere Immuntherapie sollte man warten, bis die Lymphopenie abgeklungen ist. Also man muss kontrollieren und schauen, ob die Lymphozyten wieder im Normbereich sind, bevor man mit was anderem anfängt. Beim Teriflunomid, das ist ein bisschen tricky, da kann man auf Beta-Interferon oder Glatiramer-Acetat kann man eigentlich fast unmittelbar umstellen. Das ist immunsuppressiv, das ist immunmodulierend. Wenn aber andere Medikamente in Frage kommen, dann muss man dieses Medikament aktiv aus dem Körper befördern. Und das kann man mit einem Medikament, das Cholestyramin oder mit Aktivkohle. Weil dieses Medikament wird immer zum Teil im Darm, das wird in den Darm ausgeschieden und dann zum Teil wieder aufgenommen. Und so geht es immer fort. Ausgeschieden, Teil wird wieder aufgenommen, etc., etc., etc. Fast bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und deshalb muss man das aktiv aus dem Körper bringen, muss es an Cholestyramin oder Aktivkohle binden, dann kann es nicht mehr resorbiert werden und ist schneller draußen. Clatribin, das ist ja ein Medikament, das B- und T-Zellen reduziert. Das kann zu einer langfristigen, also die kann ziemlich lang anhalten nach dieser Therapie mit Clatribin, bis das wieder im Normbereich ist. Und da sollte man vor der Umstellung normalisiertes Differentialblutbild haben. Das heißt, Blutbild, da fächert man die Lymphozyten, fächert man auf und guckt mal, was das alles für Lymphozyten sind. Und da helfen dann eben die Aufwärmung zu CD4, CD8, CD19, CD20, B- und T-Zellen, um die Immunkompetenz zu beurteilen. Also das kann dann helfen, wenn das so lange dauert. Wie sind denn die wichtigen Zellen für unsere Immunkompetenz, wie sind die denn schon, welchen Stand haben die? Und dann kann man eventuell schon vor dem kompletten Abklingen der Lymphopenie mit einem anderen Medikament starten. So. Umstellung S1P-Rezeptormodulatoren auf eine andere Immuntherapie, Lymphopenie, Leukopenie, also da können nicht nur die Lymphozyten, sondern auch die anderen weißen Blutkörperchen wie die Neutrophilen, die Eosinophilen können
so weit reduziert sein, dass eine gesamte Leuko, ein Mangel an weißen Blutkörperchen entsteht. Und die sollte nach den Medikamenten abgeklungen sein. Und was man eben bei den S1P-Rezeptormodulatoren auf eine andere Immuntherapie machen sollte, aufgrund potenziellen Risikos einer PML, Kernspin machen und eine PML kernspintomografisch ausschließen. Wir wissen in der Zwischenzeit, wie sich die PML im Kernspin darstellt. Das unterscheidet sich von MS-Herden. Da kann man ziemlich gut schauen, ob da irgendwas im Gange ist. Eine starke Empfehlung ist, bei einem direkten Wechsel von Natalizumab auf eine andere hochaktive Therapie, Alemtuzumab, B-Zell-Therapien, Glatribin, S1P-Rezeptormodulatoren, sollte bei JCV-antikörperpositiven Patienten mit einer Therapiedauer unter Natalizumab mehr als 20 Monaten ein Kernspin gemacht werden, auch um die PML und eventuell auch eine, so nicht eventuell, sondern in der Zwischenzeit auch eine Liquoruntersuchung, um zu gucken, ob das JCV-Virus im Gehirn ist und eine PML erzeugen kann. Wir haben es in der Vergangenheit erlebt, dass manche Patienten, die von Natalizumab auf zum Beispiel ein B-Zell-Medikament umgestellt wurde oder S1P-Modulatoren, haben dann eine PML entwickelt. Man hat dann immer gedacht, ja, das hat das neue Medikament gemacht. Dem war nicht so. Da war es oft so, dass die Patienten sich verschlechtert haben, trotz dem Natalizumab. Und man hat gedacht, es wirkt nicht mehr richtig. Aber in Wahrheit hat der Betroffene PML entwickelt. Man hat also eine sich entwickelnde PML als Versagen von Natalizumab gewertet und deshalb eine Therapieumstellung gemacht. Und da hat man dann auch einen Begriff der übertragenen PML, Carryover-PML, entwickelt, um zu zeigen, das ist nicht das neue Medikament, sondern das war wahrscheinlich der Grund für die Verschlechterung. Also, wenn ich von Natalizumab auf eine andere hochaktive Therapie steige und das Natalizumab mehr als 20 Monate eingesetzt wurde, dann Kernspin- und Hirnwasseruntersuchung, um zu gucken, wie ist die Situation mit dem JCV-Virus, also das PML-Risiko einzuschätzen. Alemtuzumab auch wieder Differentialblutbild vorliegen und die Lymphopenie sollte sich zurückgebildet haben. Und man kann wieder den Immunstatus, haben wir vorher schon gesehen, gucken, wie der im Moment ist. CD4, CD8, T-Zellen, CD19, CD20, B-Zellen. Und die kann man zur Beurteilung, wie hoch sind die Titer im Blut, im Serum, und dann kann man die Immunkompetenz einschätzen. Wenn man jetzt von einer B-Zell-depletierenden Therapie, Ocrelizumab, IV zweimal im Jahr, Ofotumumab einmal im Monat, Rituximab, das ist off-label, das setzen wir zum Beispiel nicht ein, auf Alemtuzumab oder Cladribin oder S1P-Rezeptormodulatoren oder sogar auf Natalizumab, dann muss auf jeden Fall ein B-Zell-Status gemacht werden, ein Differentialblutbild und die Serum-Immunglobuline bestimmt werden. Und das soll einfach das Risiko einer noch vorhandenen B-Zell-Depletion, vor allem im Hinblick auf Infekte, und das soll abgeschätzt werden gegen den Nutzen einer Folgetherapie. Also das ist nicht ganz einfach. Also da braucht schon viel Erfahrung, meiner Meinung nach, um da eine vernünftige Nutzen-Risiko-Abwägung zu bringen. Wenn man jetzt von dem IV-B-Zell-Medikament, das alle 6 Monate laut
Zulassung verabreicht werden soll. Das gleiche gilt für das Rituximab eigentlich. Auf das B-Zell-Medikament, das subkutan alle 4 Wochen gespritzt wird, umstellen, hat man mindestens 6 Monate zu warten. Man kann den Sicherheitsabstand verkürzen, wenn im Lymphozytenstatus B-Zellen nachgewiesen sind. Also wenn da schon wieder B-Zellen zirkulieren, muss man keine 6 Monate warten. Und wenn man umstellt, kann man einfach mit dem Subkutan anfangen und es im monatlichen Rhythmus fortsetzen. Man muss also nicht dieses Einschleichen dieser subkutanen B-Zell-Therapie machen. Das heißt, wenn alles gut läuft, kann man da ganz elegant umswitchen von der IV zur subkutanen B-Zell-Therapie. Wir haben da einige Patienten, die das gemacht haben und sind bis jetzt eigentlich gut damit gefahren. Wir haben da bis jetzt, oder ich habe da bis jetzt noch keine negativen Rückmeldungen erhalten. Mitoxandron, also da sollte man eigentlich auch warten, bis das Differentialblutbild, bis sich die Immunzellen, die bekannten, normalisiert haben, bis die wieder im. Und da steht's, was ich vorher schon gesagt habe, die Gefahr einer Herzschädigung oder eines Blutkrebses ist einfach so hoch und es ist so langwirkend, dass man eine Echokardiographie und Kontrollen des Differentialblutbilds jährlich über 5 Jahre nach Therapieende verfolgen sollte. Und das ist mit diesem langzeitbiologischen Effekt zum Beispiel gemeint. Und das hat jetzt einfach dazu geführt, dass die Experten gesagt haben, wir haben jetzt so viele gute, hervorragende Medikamente, dass wir auf das Mitoxandron mit seinen Risiken verzichten können. Bei uns gab es Zeit, da haben wir bis zu 800, fast 1000 Mitoxandron-Infusionen pro Jahr in unserer Klinik, in der Sauland-Klinik gemacht. In den letzten Jahren haben wir keine mehr gemacht, weil wir das auch unter dem Aspekt dieser neuen Medikamente nicht mehr für notwendig erachten. Stellt man von Alemtuzumab, Clatribin, B-Zell-depletierende Medikamente auf andere immunsuppressive Medikamente um, wieder der zelluläre Immunstatus, wieder unsere Kandidaten CD4, CD8, T-Zellen, CD19, CD20, B-Zellen, um die Immunkompetenz zu beurteilen, messen. Zusammenfassend kann man sagen, die Therapieumstellung im Rahmen einer Immuntherapie ist schwierig, weil, wie ich hoffentlich jetzt darstellen konnte, es eine ziemlich komplexe Angelegenheit ist. Wir müssen immer den Patientenwunsch berücksichtigen und wir müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigen, bevor wir umstellen. Wir haben gesehen, dass diese Faktoren variieren, je nachdem, welches Medikament wir betrachten. Mit welchem Medikament wir bisher gearbeitet haben, was kann da im Nachgang noch passieren und die Faktoren des Medikaments, das wir eigentlich im Blick haben als Nachfolgepräparat. Das heißt, eine Therapieumstellung kann keine Spontanentscheidung sein. Auch wieder das Beispiel aus meinen Chefarztvisiten, Herr Doktor, ich habe das Gefühl, mein Medikament, das wirkt nicht mehr, habe jetzt wieder einen Schub und noch einen Schub und im Kernspin ist wieder was Neues. Was soll ich jetzt als nächstes nehmen? Und da muss ich wieder sagen, das kann ich hier, diese Frage kann ich hier ad hoc aus dem Stand während einer Visite gegenüber einem Patienten, den ich nicht kenne, dessen Geschichte, dessen Faktoren, dessen Medikamentengeschichte ich nicht kenne, diese Frage kann ich nicht beantworten und muss ja auf den Stationsarzt, der das noch am ehesten beantworten kann, verweisen. Also, ich hoffe, ich konnte klar machen und darstellen, wie komplex
Es ist eine Immuntherapie umzustellen, was wir als Ärzte alles berücksichtigen müssen, um eine richtige Empfehlung geben zu können. Und dass sie einfach dann auch das Verständnis entwickeln, wenn wir sagen, wir brauchen dazu Zeit, das können wir nicht aus dem Stand heraus entscheiden. Und es gibt so ein paar Sachen, wo das relativ schnell geht, aber in der Regel muss man sich Zeit nehmen und gucken, was man da am besten macht. So, jetzt gucke ich mal in den Chat, ob da Fragen aufgetaucht sind. Da kommt die Frage jetzt zum Mitoxandron, ob über diese 5 Jahre hinaus noch Herzschäden auftreten können und sich bemerkbar machen. Die Empfehlung 5 Jahre basiert darauf, dass danach das Risiko minimal ist. So minimal, dass das keine Rolle spielt. Dass das wahrscheinlich das Risiko genauso ist wie bei einem Gesunden, dass eine Herzschwäche auftritt. Da unterscheidet sich das Risiko zum Gesunden, eine Herzschwäche zu entwickeln, nicht mehr zu sehr. Das heißt, man konnte nach diesen Strich nach 5 Jahren ziehen. Erst waren es 3 Jahre und dann hat man gesehen, das ist zu kurz. Und dann hat man diese Kontrollintervall auf 5 Jahre erweitert. Also danach ist es eigentlich nicht zu erwarten, wenn was auftritt am Herzen, dass das dann noch von Mitoxandron kommt. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Sieht so aus. Weitere Fragen? Dann blende ich mal das Abschlussfoto ein in der Zwischenzeit. Sieht nicht so aus. Dann darf ich mich, doch, da kommt ein Feedback, dass der Vortrag verständlich war. Vielen Dank für die Rückmeldung. Sie können sich den Vortrag sicherlich auch auf unserem YouTube-Kanal angucken. Es dauert immer ein bisschen, bis der dann eingespielt wird. Und da sind in der Zwischenzeit ja einige aufgespielt, die man sich angucken kann in Ruhe und dann Fragen beim nächsten Aufenthalt stellen kann. Dann kommt eine Frage ob es neue Erkenntnisse über Impfung gegen Covid gibt. Meines Wissens sind MS-Patienten nach wie vor Risikopatienten und sollten sich impfen lassen. Dann gucke ich mal, ich glaube am 28. Bin ich wieder für Sie da. Und da geht es dann über Ataxie und Rigor, Ataxie und Tremor. Das ist ein Thema, das bei der letzten, bei meinem letzten Aufruf doch Themen hier zu signalisieren gemacht wurde. Ein schwieriges Thema. Ich habe auch gesehen, ich habe den Vortrag, glaube ich, vor 1-2 Jahren schon mal gehalten, aber der ist nicht im YouTube aufgetaucht. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, ob es nicht aufgezeichnet hat oder ob da Bilder drin waren, die, wo wir befürchtet haben, dass wir Copyright-Schwierigkeiten kriegen. Wobei ich die Quelle angegeben habe. Wir gucken mal. Welcher Abstand zur letzten Impfung? Das wissen eigentlich die impfenden Ärzte, die können das am besten sagen.
Also man hat immer gesagt, wenn man die nach einem halben Jahr und wenn man die Erkrankung durchgemacht hat, länger kam ein Jahr. Also da weiß ich jetzt nicht konkret, was für ein Abstand da empfohlen wird aktuell. Da müssten Sie mal die Hausärzte, die die Impfungen machen, fragen. Die kennen sich in den STIKO-Empfehlungen wesentlich besser aus, weil die jeden Tag mit dem Thema Impfen konfrontiert werden. Dann Grüße zurück in den Schwarzwald, Grüße zurück in meine Heimat nach Baden-Württemberg. Da sind immer treue Zuhörer zu finden. Zuschauer, muss man sagen, nicht bloß Hörer. Hoffentlich haben Sie es auch gesehen. So, also, dann würde ich sagen, ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir treffen uns, wenn Sie möchten, am 28. wieder. Das müsste der Donnerstag sein, in 14 Tagen. Ja klar. Heute haben wir den 14., 21., 28., also am 28. treffen wir uns wieder zum Thema Tremor und Ataxie. Alles Gute für Sie und bis dahin.